Willkommen zu einem neuen Part von Isaac. Ja. Stimmt. Tainted Lilith hatten wir im letzten Part, meine ich. Waren ein paar gute Runs mit ihr. Hoffentlich kriegen wir heute mal... Wir kriegen Eve. Ich will ehrlich sein, ich bin nicht so der große Eve-Fan, also Tainted Eve. Auch wenn sie eigentlich stark sein soll, so wie ich es mitbekommen habe. Keine Ahnung. Wir probieren es mal. Also man soll auf jeden Fall diese kleinen Viecher spawnen. Weil je mehr man davon hat, desto besser ist das. Weiß ich nicht. Okay, man muss die neu spawnen, damit sie wieder eine bessere Feuerrate haben. Habe ich das gerade richtig verstanden? Egal, irgendwas werden wir sicherlich mit Tainted Eve abgeschlossen kriegen. Keine Ahnung. So. Ja. Können wir mal mitnehmen. Sehr hilfreich. Ja, komm, wir gehen direkt mal. Oh nein, es ist Plum. Oh, ich mag Plum so überhaupt nicht, ne? Fucking Gott. Geh einfach weg. Und ich bin tot. Ich sag ja, Tainted Eve ist nicht mein Charakter. Da komme ich irgendwie nicht drauf klar. Oh mein Gott, warum? Blöden explosiven Spinnen. Komm, stirb. Boah, der hat auch viel ausgehalten, der Champion. Purity. Aha. Nimm noch den Schlüssel mit. Okay. Ich hasse den Charakter. Ey, sorry, ich kann nichts anderes dazu sagen, aber ich hasse diesen Charakter. Okay, Damage Up und Tears Up, das ist doch schon mal was sehr, sehr Gutes.
Vor allen Dingen das Dumme ist ja, egal, wenn ich irgendwie Herzen habe, die werden immer direkt konsumiert, dass ich diese komischen Begleiter da habe. Ist ja nicht mal so, dass ich mir irgendwelche Herzen aufbewahren kann. So, und wenn ich einmal getroffen werde, bin ich tot. Ich mag den Charakter nicht. Ist gefühlt wie so ein Tainted Lost, nur Scheiße, dass man nicht fliegen kann. Ich meine, jetzt gerade ist es geil, weil ich so viele kleine Begleiter habe. Dadurch mache ich eigentlich guten Schaden. Da, wenn dieser Hagel von Tränen auf die Gegner draufprallt, das ist schon nicht schlecht. So. Komm schon. Ich will wenigstens irgendwas schaffen mit ihr. Okay. Nice. Läuft ja sehr gut bis jetzt. Aber auch einfach nur, weil ich so viele Begleiter jetzt schon am Anfang bekommen habe. Aber egal, ein Treffer und ich bin tot. Das ist schon wieder Bullshit. Oh mein fucking Gott. So, Devil Deal nehmen wir nicht mit. Wir gucken, dass wir auf Angel Deals gehen. Mal schauen. Vielleicht probieren wir ja mal Mega Satan. Vielleicht wären wir ja stark genug. So, das nehmen wir einfach mal mit. Allein wegen Bookworm. Komm, beweg dich. So, bitte Goldraum. Was cool wäre, wenn die kleinen Begleiterfreunde. Die schießen auch Ektiers. Oh. Das ist mega gut. Jetzt lass mich im Shop Hive Mind haben und dann easy win. Komm schon, gib mir Hive Mind. Natürlich nicht. Aber wir nehmen dich mit. Dann können wir uns den Marm und den It Lives Kampf vereinfachen. Und wir sind schon zu 2/3 Bookworm. Weg.
Warum habe ich die Karte benutzt? Einfach damit ich neue Begleiter spawne. Okay, nice. Ist okay. Einfach ein paar Bomben. Kann man nicht drüber meckern. Okay, jetzt gerade ist der Run aktiviert. Jetzt gerade läuft es gut. Halt hier, Act hier ist halt unglaublich gerade. Die Act hier sind halt richtig der Shit. Oh mein Gott, sind wir stark. Komm, Perfection nehmen wir auch noch mit. Klar. Mein Gott, wie viele Spinnen wir spawnen. Ist ja schon nicht mehr normal. Okay. Ich sag mal so. Wenn man es schafft, den Run zu aktivieren mit ihr, dann wird es gut. Komm, spawn noch mal ein paar Begleiter. Wir können nie genug Begleiter haben. Mein Gott, ist das stark. So. Da haben wir den Boss. Da will ich aber noch nicht unbedingt reingehen. Ich würde gerne den Shop finden. Perfekt, hier habe ich alles. So, dich will ich sprengen. Bringt mir alles nichts. Das bringt mir alles nichts. Ah, eigentlich ein cooles Item, aber ich bleib bei der Bibel. Wir könnten es vielleicht schaffen, bis zum Boss Rush zu kommen. Weil wir haben ja noch gar nichts mit Tainted Eve. Wir können ja noch alles mit ihr machen. Beziehungsweise wir müssen noch alles mit ihr machen. Da muss ich gleich nochmal zurückgehen. Dankeschön. Ich glaube, ich habe ein paar meiner Begleiter verloren. Sieht nicht mehr so voll aus, wie es mal war. Boah, wie viele Act-Tiers ich einfach durch die Gegend schieße. Oh, yes. Jetzt kann sich die Armee wieder auffüllen. Ja,
so absurd. Wie kann das so ein absurder Run werden? Okay, Goldraum und so. Goldraum gefunden. Leider keine Leben mehr. Schwierig. Ein Treffer und der ganze schöne Run ist am Arsch. Bringt mir auch nix. Oh yes. Warum kriege ich denn Devil Deal? Nee. Nee, 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 nee. Ist zwar cool, Gallo, aber den wollen wir jetzt nicht mitnehmen. Nicht in diesem Run. So, dann wollen wir uns mal beeilen. Ach, wir haben noch mehr als genug Zeit. Wir haben ja noch mehr als genug Zeit. Weiß ich nicht. Ich glaube, das bringt nichts, weil wir schon auf der Ebene sind. Das würde dann für die nächste Ebene zählen erst, denke ich mal. Aber auf der nächsten Ebene kriegen wir keinen Goldraum mehr. Magician stark. Ich habe keinen Schlüssel. Ja, toll. Bringt mir viel. Rein da. Und tot. Okay. Soul. Passt. Ene mene mu und raus bist du. Okay, Boss Rush ist so gut wie geschafft. Oh, diese Tränen, die die Gegner manchmal paralysieren, sind ja mal mega strong. So, ich muss nur aufpassen, ein Treffer und ich bin tot. Ich muss nur einmal getroffen werden. Gut, dass ich mal geguckt habe, wer da auf der anderen Seite ist.
mir die Herzen. Easy. Komm schon. Mach ihn fertig. Der hat keine Chance. Fucking Gott. Das ist so gefährlich. Das ist einfach so scheiße gefährlich. Ich glaube, die meisten meiner Begleiter sind tot, oder? Okay, Boss Rush hätten wir schon mal geschafft. Auch stark. Boss Rush hätten wir schon mal. Okay. Es ist eine XL-Ebene. Oh. Oder? Nee, ist keine XL-Ebene. Was rede ich denn da? Die Frage ist, bin ich stark genug für Hasch? Könnte ich damit Hasch besiegen? Nee, die Pille nehmen wir mal nicht mit. Wir hatten schon vorhin eine Pille, die HP down gegeben hat. Nicht, dass wir noch irgendwelche anderen... Das können wir mitnehmen. Nicht, dass wir noch irgendwelche anderen Stats verringern. Lassen wir mal lieber sein. Ich habe so viele Spinnen und Fliegen. Okay, ich habe ein paar mehr Spinnen, sehe ich gerade. Ich muss, glaube ich, so jetzt kurz aufhören zu schießen, damit ich meine Leben wenigstens ein bisschen behalten kann. Nicht einfach die ganze Zeit durchdrücken und schießen. Ab und zu, bevor der Kreis sich füllt, mal loslassen. Weil ich meine, unsere Feuerrate ist ja gerade sehr gut. So. Was haben wir hier? Ach so. Schon wieder so ein komischer Raum. Ach komm, lass mich doch jetzt einfach nur zum Boss gehen. Okay, ich bin so gut wie tot, würde ich behaupten. Ja, ich habe noch ein paar Soul Hearts. Ich habe gedacht, ich bin schon wieder bei einem halben Soul Heart angekommen. Ja, Ansus, können wir mal mitnehmen. Und weg mit dir. Wir können direkt zu Delirium. Wir machen erstmal Hashi Boy. Der gute, gute, gute Hash.
Ja, ich meine, ich bin zufrieden. Ich habe endlich mal was mit Tainted Eve geschafft. Ja, komm. Oh. Das nehmen wir mit. Gut. Mehr können wir nicht machen. Bringt mir auch nicht viel. Okay, war im Shop noch irgendwas? Nee. Nun gut. Dann wollen wir mal schauen, ob wir stark genug sind. Aber so eine Magician-Karte wäre halt jetzt richtig geil gewesen. Komm schon, lass mich Hasch töten. Bitte lass mich Hasch besiegen. Wieso habe ich nur noch 3 von diesen Blutdingern? Das Problem ist halt einfach, ich darf nicht so oft getroffen werden. Mein ganzer Damage ist weg. Jetzt kriege ich auch nicht mehr so viele Act-Tiers. Es war ein Fehler, hier hinzugehen. Nein! Okay, jetzt kommen die Lilan. Ey, wir haben ihn schon zur Hälfte. Ich muss halt die ganze Zeit, ich darf nicht gedrückt halten, schießen. Ich muss die ganze Zeit so spammen, damit ich mein letztes Herz nicht verliere. Ich weiß nicht, ob Hasch ein ganzes Herzschaden oder nur ein halbes Herzschaden macht, das Problem. Ich bin tot. Ich bin einfach tot. Ja, ich bin tot. Ah, schade, schade, schade. War aber ein guter Run bis dahin. War ein echt guter Run. Na gut, ich bin zufrieden. Wir haben wenigstens irgendwas mal mit Tainted Eve geschafft. Und vielleicht komme ich langsam rein bei ihr. Wir schauen mal. Mal gucken, wann wir sie das nächste Mal kriegen. Leute, das soll es auf jeden Fall für den Part gewesen sein. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Seid beim nächsten Part auch sehr gerne wieder mit dabei. Habt noch einen wunderschönen Tag und ich sag mal, bye bye.